könnt jetzt einfach durch allgemeine Kommentierung oder sagen, das ist gut, das ist schlecht, dass wir dann so ins Gespräch kommen. Ich habe ja schon einige Fragen, du wolltest jetzt sagen. Ja, also meine Frage wäre jetzt einfach gewesen, wie bei euch so das Klima jetzt im Bundesvorstand ist, so jetzt auch 2 Wochen nach dem großen Shitstorm und dem großen medialen Durchbruch der Streitigkeiten und der Rücktritte und so weiter, was ihr so jetzt vielleicht auch so ein bisschen intern gemacht habt jetzt miteinander oder worauf ihr euch verständigt habt, wie ihr jetzt weiter vorgehen wollt oder was ihr jetzt so rausgezogen habt, ja. Also wir werden uns nächstes Wochenende in Stuttgart treffen. Wir haben ein internes UFO-Treffen vom 16. bis zum 18. November in Stuttgart und da werden wir sicherlich noch einmal diskutieren müssen, wie wir unsere Arbeit schütteln und was jetzt eigentlich passieren muss. Es ist so, dass wir zum Teil unterschiedliche Vorstellungen haben. Das finde ich aber nicht dramatisch. Also ich beschreibe letztendlich zurzeit die Lage in der Piratenpartei immer so, dass wir jetzt, je größer wir werden, wir auch bestimmte politische Strömungen oder Milieus herausbilden. Das ist erstmal ein ganz natürlicher Prozess. Das wird von den Piraten immer beschrieben, ihr müsst euch vertragen, ihr müsst zusammenhalten, aber das tun wir. Also wir können ja auch miteinander arbeiten, aber wir haben halt unterschiedliche politische Schwerpunkte. Das verhindert aber keinen gemeinsamen Austausch und keine gemeinsame Arbeit. Julia Schramm ist ja jetzt ist raus. Matthias Schrade macht noch mit, aber das müssen wir halt in Stuttgart nochmal besprechen. Das ist meine persönliche Meinung, ich hab auch nicht mehr zu sagen als alle anderen. Ich finde es schwierig, zu sagen, ich gehe raus, ich gehe rein, und weil man sich dadurch als politischer Repräsentant unglaubwürdig macht. Aus meiner Sicht ist er eigentlich raus. Ja. Der Schwan hat es abhängig gemacht von Bonn, oder? Ja, aber gut, es ist halt nicht, es hat halt nicht funktioniert oder es hat keine Entwicklung gehabt, aber wenn wir jetzt so weitermachen, dann lachen uns die Menschen aus. Ja. Hunger wird aber weiter für die Piraten arbeiten auch. Also ich habe mit ihm auch gesprochen, er wird sich weiter engagieren, er wird weiter, möchte weiter auch für Bundesparteitage und sowas sich engagieren, als besichtigen und mitplanen und auch für die Vernetzung der Gliederung sorgen. Das müssen wir halt sehen, er ist in Stuttgart dabei, weil er noch bis zum Bundesparteitag Mitglied im Bundesvorstand ist. Johannes und ich haben uns getroffen, auch miteinander gesprochen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es zum Wohle der Partei halt wichtig ist, dass wir auch zusammenarbeiten und keine medialen Auseinandersetzungen machen, ob es über Twitter ist oder über andere Medien. Und an diese Vereinbarung kann man sich halten. Ich habe mit Johannes keinen persönlichen Streit, das muss man hier auch mal deutlich sagen. Das, was ich in den Medien einmal gesagt habe zum Thema Arbeit, habe ich ihm vorher angekündigt. Okay. Das wusste er. Ich habe also gesagt, wenn ich mal danach gefragt werde, werde ich genau das sagen. Aber das kam schlecht an. Mich hat's erschüttert, dass in der Öffentlichkeit so über den Ponader gesprochen wird, weil ich bin selber Hartz-IV-Empfänger und arbeite den ganzen Tag für Arbeitslose. Ja. Ich weiß, dass es gut ist, dass ich die Zeit dafür investieren kann. Wir brauchen es auch, wir sind nur zu zweit und haben 100 Leute zu versorgen. Ich weiß. Und dass der Ponader die ganze Zeit opfern kann und das auch tut, ich habe ihn kaum noch erlebt, auch in Essen, beim Barcamp Bundestag, wie alles organisiert und wie er sich mit einmischt. Ich finde das schon gut, dass der die Zeit hat und sich dafür auch nimmt. Und ich dachte, was macht der Bernd, was macht der für Sprüche, dass er so jemand, der die Zeit so investiert, dann da irgendwo öffentlich einschenkt? Meine Äußerung war im Zusammenhang mit der Spendenaktion, weil ich das nicht in Ordnung finde. Weil nämlich, das ist meine persönliche Meinung, ja. Es ist nicht in Ordnung, dass ein Mitglied des Bundesvorstands seine und er nutzt seine Funktion indirekt dafür aufwendet, um dann Spenden zu werden. Das war der erste Gedanke. Wenn wir alle spenden, dass wir dem den Rücken frei halten, dann kann der sich frei schwimmen und muss diesen Idioten, die ich kenne dann da vom Amt, nicht mehr Rede und Antwort stehen. Ich meine, ich habe andere Möglichkeiten, mich mit denen auseinandersetzen, habe ich mir auch durchgesetzt. Ich habe ihn auch kontaktiert und gesagt, ich kann dir helfen oder wir können dir helfen. Er hat sich auch nicht gemeldet daraufhin, was ich auch gewundert habe. Und später kam nachher raus, dass er sich da bespenden lässt. Aber das war der erste Gedanke gekommen, wenn jeder eine Mark gibt oder was oder einen Euro, dann hat er genug Geld und kann unabhängig von den Behörden arbeiten.
Ja, das ist, die Sichtweisen sind anders. Das heißt, ich habe eine andere Sichtweise. Mir geht es nicht darum, den Leid zu verurteilen. Mir geht es nur darum, dass ich das nicht in Ordnung finde, weil ich nämlich von, ich sag mal, von anderen Menschen in prekären Lebenssituationen ganz andere Rückmeldungen bekommen habe, die sich verarscht vorkommen. Mhm. Wir bewegen uns bei ganzen Diskussionen immer in der Twitter-Bubble. Wir haben so eine Piraten-Bubble und in der diskutieren wir ganz viel. Und dann wird gesagt, das ist doch alles schon bekannt gewesen, aber was ich an Rückmeldungen von Menschen bekomme außerhalb dieser Piratenblase, ist fatal. Und das sind auch Menschen, die auch von Hartz IV leben müssen und das nicht wollen und sagen, Leute, also um mich kümmert sich kein Mensch. Wir können auch nicht die Außendarstellung letztendlich fokussieren oder konzentrieren auf Johannes Bonada. Deswegen hatten wir überlegt, wir müssen das anders aufstellen, dass andere auch sichtbarer werden in den großen Massenmedien, Fernsehen beispielsweise. Und daran arbeiten wir zurzeit noch. Wir müssen versuchen, und da gab es auch unterschiedliche Rückmeldungen, wir müssen versuchen, die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl auch zu platzieren. Die müssen auch Möglichkeiten haben, sich darzustellen und auch ihre, ich sag mal, Fachexpertise. Daran müssen wir denken und wir müssen daran denken, dass wir unterschiedliche Milieus haben, auch politische Orientierung, das muss berücksichtigt werden und dass der Bundesvorstand das nicht zu sehr dominiert dann. Das wird irgendwie eine Gratwanderung sein. Es gab auch die Idee, aber das sind auch, da kommen ganz viele Eigeninteressen damit. Also dass die Fraktionen wieder eine stärkere Rolle spielen, wollen auch profitieren von Auftritten, aber auch Landesvorstände. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, man ermöglicht auch mal Landesvorständen dann so richtig überregionale Auftritte und zu realisieren. Das, daran arbeiten wir noch, das müssen wir in Stuttgart noch weiter vorstellen. Ich selber bin gewählt worden, auch ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich halt ein anderes Spektrum vertrete in der Piratenpartei auch. Und das werde ich auch machen. Aber ich will es nicht zu sehr dominieren. Es gibt für mich weiterhin wichtigere Dinge als sonntagsabends in einer Talkshow. Ich habe zwei Kinder in unterschiedlichen Städten und die muss ich auch noch bedienen irgendwie. Und dann ist mir manchmal das Kind wichtiger als der Fernsehauftritt. Aber das wird man sehen. Das ist jetzt in Verbindung mit der Raab-Show ist Johannes. Sie wollten nur Johannes oder niemanden. Mhm. Und das ist halt ein Problem dann. Ja. Dann geht es nur um die Person, es geht gar nicht mehr um Politik. Wir müssen auch Köpfe. Das ist typisch Medienstrategie. Ja. Wir müssen Köpfe und Themen nach vorne bringen. Also wir können nicht mal sagen, das Thema, sondern wir müssen auch Köpfe präsentieren. Aber wenn es dann nur darum geht, Johannes Bonada zu zeigen, dann müssen wir irgendwie da was anderes machen. Aber darüber diskutieren wir noch. Also da könnt ihr auch kommentieren und tätigen, klar. Aber wir haben da noch keine Lösung. Ja, machen wir. Könnt ihr mehr zeigen, als sie... Ja, also ich würde mal sagen, gut, dann, wo ich hier gerade stehe, ich übernehme fakultativ die Versammlungsleitung. Nee, Quatsch, die Moderation. Und bitte, falls es nötig ist, ne? Weil es sich so viele melden und es wollen ja alle zu Wort kommen und so weiter. Deswegen kurz halten und geht los. Habt ihr euch mal darüber unterhalten, inwiefern denn Privates von Mitgliedern oder Vorstandsmitgliedern überhaupt in die Presse gehört? Weil das, was mit Johannes passiert ist, hätte sich ja eigentlich relativ leicht schon dadurch vorbeugen lassen, wenn er gar nicht auf diesen ganzen privaten Kram so sehr eingegangen wäre. Also habt ihr darüber mal geredet, so dass eigentlich das Politische in den Vordergrund stärker gehört als jetzt die privaten Homestories? Wir haben darüber gesprochen. Also bevor es so mit Johannes und seiner Lebensgestaltung so ging in den Medien, es gab ja einen Anlass. Mich hat ja jemand von der Bundesagentur angerufen. Ich habe ja damals Johannes gesagt, er sollte das als private Angelegenheit führen. Da hat er eine andere Vorstellung. Er wollte das durchaus verbinden auch mit einem politischen Anliegen. Und dann ist es medial so aufgebauscht worden. Ich selber habe dazu geraten, das als Privatangelegenheit mal weiterzuführen und jetzt nicht zu verknüpfen mit einer Person oder ähnliches, weil es wird nicht der Diskussion gerecht. Wenn wir
und ich bin ja selber Anhänger, wenn wir nach neuen Formen der sozialen Sicherung suchen wollen und das verbinden mit der Vorstellung, das über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu tätigen, dann muss man das losgelöst machen von Einzelpersonen. Sondern man muss betonen, welche Chancen in der Verknüpfung und Konzentration staatlicher Transferleistungen liegen, die man als individuellen Rechtsanspruch zur Verfügung stellt. Entbürokratisierung, also nicht Aufgabe von Restriktionen unzulässiger Art und viele andere Dinge mehr, auch die Ermöglichung, dass bestimmte Lebenspartnerschaftsmodelle viel besser sind, wenn alle gleichmäßig alimentiert werden. Aber das ist nicht geschehen, sondern es wurde mit einer verbundenen Person, einer einzelnen Person, damit haben wir das Thema verloren. Wir konnten sozialpolitisch überhaupt nicht mehr wirken, weil es immer verbunden war mit einer Einzelperson und seiner Idee. Und das hat uns enorm geschädigt. Deswegen hatten wir auch die Überlegung, Thomas Küppers als Beauftragten für Sozialpolitik einzusetzen, damit wir das ein bisschen verlagern können, ein bisschen objektivieren. Aber letztendlich sind es immer individuelle Entscheidungen. Du brauchst das, wenn du jetzt zum Beispiel Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bist, wird man über dich auch was Persönliches berichten, weil du, das ist einfach so. Das sind viele Kompetenzen, wo ich Personen teilweise an Ecken dazu bekomme, die man gar nicht im Überblick hat, dass es halt über diese Ausschreibung ganz gut funktioniert. Presse haben wir, was das angeht, halt auch deutlich umstrukturiert, weil Henning Lübers halt die Pressetermine zu 95% alleine wahrgenommen hat. Und wie er das jetzt komplett irgendwie ausblitzt nach unserer Wahl als neuer Vorstand, haben wir eine Pressekonferenz gegeben mit allen 8 Mitgliedern, wo auch alle 8 geantwortet haben. Das war uns halt ziemlich wichtig, weil die Anfragen sind wieder erstmal nur bei mir angekommen und ich habe es dann halt geschafft, das so ein bisschen zu streuen. Und ich gehe halt auch generell, wenn ich Anrufe kriege, immer so in die Diskussion so, hey, okay, ihr wollt das zu dem und dem Thema, dann nehmt doch unseren Experten zu dem Thema. Hat der ein Amt? Nee, der hat kein Amt, aber der kann das gut. Na, okay. Und das klappt erstaunlich gut, dass dann so Kleinkram, Ansprechpartner für Regionen und so. Also es gibt ein paar Änderungen, ja, die wir im FV jetzt gemacht haben. Generell ist die Arbeit einfach breiter gestreut im Vorstand. Also nicht so auf einzelne Personen konzentriert. Dann haben auch meistens 2 einen Aufgabenbereich, sodass dieses einer fällt weg leichter geht. Und es gibt halt Dinge, die wir einfach ausgelagert haben aus dem Vorstand. Also die IT wird jetzt halt von der Servicegruppe gemacht, weil das nicht von uns passieren muss, sondern klar in Zusammenarbeit mit uns, aber nicht von uns alleine. Presse macht eine Servicegruppe. Die Orga von irgendwelchen Veranstaltungen gibt es eine Gruppe dafür, die das übernimmt. Ja. Ansonsten hier so genug Vorstandsmitglieder. Habe ich irgendwas vergessen? Darf ich da vielleicht gleich einhaken? Ich treffe einfach mal genau meine Frage mich dazu ein. In dem Zusammenhang, wo gerade die im Bundesvorstand eben diese Rücktritte oder die Ankündigung dazu gab, haben wir mal zusammengesetzt und mal philosophiert, wozu braucht man den Vorstand überhaupt? Inwieweit lässt sich das vielleicht minimieren und vollständig quasi in die Basis verlagern? Also was ist die Aufgabe eines Bundes- oder eines Landesvorstandes aus deiner Sicht? Und warum brauchen wir den als Piraten genauso wie den vielleicht anderen Parteien brauchen? Ja, ich würde gerne den Punkt, kannst du dich das merken? Ja. Ich weiß nicht, es gab vorher noch 3 Meldungen, die ich immer gerne kurz noch mit unterbringen würde. Ganz kurz an der Stelle. Habe ich jetzt irgendwas zur Entwicklung unseres FVs vergessen, bevor wir weitermachen? Wesentliche Sachen sind drin. Ja, die Preisverbindung für die Wahl. Aber das ist uns alles. Hallo. Wir kommen jetzt schon langsam in die nächste Veranstaltung. Ich kann es nur bestätigen von uns, also von unserer Seite her, vom Norden her, dass es bedeutend besser geworden ist, gerade was die Ausschreibung. Deswegen bist du in Tannermünde und nicht in Halle und Magdeburg, wo es da vielleicht Gründe gäbe, das dort zu machen. Was ich ganz klar sehe, ist aber auch, dass man diesen Spagat, die wir treffen müssen in der Partei, zwischen Stadt und Land. Was du schon angesprochen hast mit der Demokratie, das wird sich nachher in der Bundesrepublik auch noch mitbringen. Da werden wir doch die Kollegen vom Kreis Vorstellung auch nochmal was sehen. Also wir haben eben eine ganz große Sache, wir haben viele Stadtthemen,
einer Piratenpartei, die auch anwendbar sind auf das Land. Also Demografie, Bildung und so weiter haben wir auch. Aber wir müssen vielleicht auch wirklich gucken, dass wir dort Lösungen entwickeln und anbieten, konkret. Weil da ist eigentlich unsere Basis. Und da werden wir eigentlich mehr auch hinkommen müssen. In Städten ist vor allem meines Erachtens Studenten, die dort sind, die schon aktiv sind. Und dass wir da eigentlich vor allen Dingen hinkommen. Und auch diese Themen zu bearbeiten und darzustellen, ja, auch dafür sind wir da. Denn dafür stehen wir ja in der Kommunalpolitik. Ja, ich eigentlich ungern, aber ich interessiere mich persönlich, weil es für mich so eine Typfrage ist. Ich muss doch nochmal auf die Person Kommunaler zurückkommen. Wo sind, weil ich habe keine Zeit, die ganzen Bundeskonferenzen hier reinzukommen, wo sind erstens die Hauptprobleme mit ihm im Bundesvorstand? Und was mich zweitens interessieren würde, ist, du sagtest, das ist eine angekündigte Typfrage. Du hast ihm gesagt, wenn das so stimmt, und dann denkt man vor dem Mund rumgedreht und dann sagt hier, er hat die Hecke gebracht, das sind fünf Leute, was ich mal stimmt so, weil er so kurz hat, das sind die auch gemacht. Jetzt wollen wir auf die mal arbeiten, weil das passt nicht. Oder hat die nicht einen Vergleich gemacht, mit der Schmarrheit, wo ich nicht mehr als Gehirn an. Das ist ein Effekt. Und ich bin hier, dass das schon die Idee, die man eigentlich noch rumgemacht hat, die mal arbeiten. Das war im Rahmen keines Interviews, sondern im Rahmen eines Interviews. Also ich werde von Journalisten begleitet, auch über Tage und Wochen. Und dann fährt man öfter noch zusammen Zug oder fährt gemeinsam Auto oder gemeinsam Taxi und in dem Zusammenhang ist es gewesen. Ich habe es im Zusammenhang gesagt und auch angekündigt, als ich den Eindruck hatte, dass Johannes das Thema Spenden nochmal aufgreifen wird. Nachdem schon. Ja. Es gab aus meiner Sicht einen Impuls, es nochmal das Fass aufzumachen. Und da muss ich, ich bin auch nochmal ein Mensch, habe über den Arsch in der Hose und gehe mit einem Statement unter, als ich überhaupt kein Statement habe. Und deshalb habe ich gesagt, so geht's, also so läuft es nicht. Weil wir hatten das Fass eigentlich schon mal zugemacht. Wir hatten gesagt, das finden wir so nicht in Ordnung, mit viel Kritik auch aus der Partei. Und ich hatte Ende September im Rahmen des, da habe ich mich gelesen, in der internen Sitzung des Bundesvorstands, hatte den Eindruck, dass Johannes das Thema neu wieder aufmachen will. Und da habe ich gesagt, nee, das finde ich nicht in Ordnung. Und es gab keine Autorisierung oder sowas. Ich habe es gesagt und er hat es geschrieben. Das ist, ist bei Pressebegleitungen nicht so. Es gibt Interviews, kann man autorisieren lassen, aber der Spiegel macht das nicht immer. Das ist aber auch international zumindest üblich. Wenn du was sagst, schreiben wir es auf. Was ich auch in Ordnung finde. Es ist besser, wenn ein Politiker aufrichtig rüberkommt, als dass er so geglättete Antworten in den Interviews gibt. Das will die Piratenpartei ja auch nicht. Was das erste angeht, Aufgabe Buko Landesvorstand. Es gibt eine Anforderung des Parteiengesetzes. Man muss wenigstens drei Vorstandsmitglieder haben. Ein Vorsitzender, ein Chefvertreter und einer, der für zuständige Finanzangelegenheiten. Man kann das viele Aufgaben weitgehend delegieren. Aber das läuft nicht. Also zurzeit, ich gebe euch mal so, das ist mein persönlicher Eindruck, im Augenblick passiert relativ wenig, weil viele sich interessieren für Kandidaturen, Bundestagswahl und die äußern sich gar nicht mehr, engagieren sich auch gar nicht mehr so richtig, weil man ja keine Fehler machen darf, weil man gewählt werden wird. Insofern ist man dann so ist schon so ein kleines Vakuum, ein kleines Delta da, sodass ich sagen muss, dass man durchaus auch in diesem Sinne braucht. Und 5, 7 oder 9 Personen spielt eine Rolle. Weil man ja auch die Aufgaben verteilen muss. Und, insofern, man braucht 3, man kann nicht alles delegieren, weil es hier nach oben gespielt wird von den Piraten. Also die Piraten sind ja nicht so dezentral, dass sie sagen, wir machen alles basisdemokratisch, sondern viele sagen, dann müssen wir das UFO lösen. Das ist vielleicht eine andere Kultur im Landesvorstand, in Sachsen-Anhalt oder im Landesverband, das kann so sein, aber meine Erfahrung ist, wenn er auch seit mehreren Jahren im Bundesvorstand ist, dass auch gewünscht wird, dass der Bundesvorstand vieles einfach entscheidet. Die sollen halt Dinge entscheiden, dafür sind sie gewählt worden, dann sollen sie es machen.